alle Jahr um die Zeit. Bald da steht heut verschneit, der Rat nimmt und die heilige Zeit. Reges Interesse herrschte bei der diesjährigen Krippenausstellung des Kitzbüheler Krippenvereins im Rathaussaal. Zahlreiche Exponate im orientalischen Stil und im Tiroler Stil wurden der Öffentlichkeit gezeigt. Die wunderschönen und mit viel Fantasie umgesetzten Krippen ließen erahnen, welch großer Stundenaufwand vonnöten sei, um ein derart gelungenes Meisterwerk der Krippenbaukunst zu präsentieren. Erstmals nach 10 Jahren hat sich der Krippenverein Kitzbühel dazu entschlossen, wieder eine Krippenausstellung zu machen. Weshalb? Ja, man musste einfach einmal ein Lebenszeichen wieder geben. In Zeiten wie diesen, wenn man überhaupt nie in Erscheinung tritt, dann meint man, es ist nichts. Und der Krippenverein ist ja kein Verein, der spektakulär nach außen tritt, außer eben in Form von Ausstellungen. Aber Ausstellungen sind natürlich auch nur möglich, wenn das jemand in die Hand nimmt. Und da haben wir das Glück, dass der Herr Erwin Gager sich bereit erklärt hat, heuer im Anschluss an den Krippenbaukurs heuer eine Ausstellung zu machen. Und da wollte er das auch damit verbinden, dass er ja jetzt durch 15 Jahre Krippenbaukurse macht, da einmal eine Gesamtübersicht zu bieten seines Wirkens in diesen 15 Jahren. Gell? Das war ein Hauptgrund. Mir jetzt früh aufstehen. Mir's mal orate Jesus, ja hat Wind und a heilige Zeit. Nimm mal an, ist so weit, ging schon die Weihnachtszeit, muss ja im Herzen allein weihnachtlich. Der zweite Grund war, dass heuer die Tiroler Krippenbewegung das 100-Jahr-Jubiläum feiert. Und da ist eine riesige Ausstellung in Stift Stams. Da sind 190 Krippen zu sehen. Und der Erwin hat da gesagt, ja, auch aus dem Grund sollten wir was da. Und jetzt sieht man da bei uns 46 Krippen heute. Also so viele wie in Stams sind es nicht, aber dafür vielleicht die schöneren? Zum Teil sind da sicher sehr gelungene Krippen dabei. Es ist eine große Gruppe Heimatkrippen mit ganz verschiedenen Lösungen, dann ein paar sehr schöne orientalische Krippen und dann ein paar ganz kleine, raumsparende Schwammkrippen. Sonst haben wir keine weiteren Varianten. Es gäbe da noch viele andere Varianten, die man aber im Baukurs nicht gemacht hat, da sind sie auch da nicht gezeigt worden. Gell? Mir's mal jetzt früh aufstehen, mir's mal orate Jesus, ja hat Wind und in Gottes Namen, skripp bei uns Rachzeug zum Süß, ja hat Wind und die heilige Zeit. Erwin, du bist Krippenbaumeister im Krippenverein Kitzbühel und du hast den Bau einer jeden einzelnen Krippe, die sich hier in dieser Ausstellung befindet, betreut. Wie bist denn du zum Krippenbauen gekommen? Ja, wer bin ich zum Krippenbauen gekommen? Das ist eigentlich ganz einfach gesagt. Ich habe früher schon Krippen gebaut, vom 10. Lebensjahr an. Da hat es noch die Papierkrippen gegeben. Und das war in mir drin und da habe ich es nicht lassen können. Und nachher habe ich angefangen mit dem Schnitzen, mit dem Holzschnitzen. Und da habe ich halt Krippenfiguren geschnitzt. Ja, was soll ich jetzt tun mit den Krippenfiguren? Muss ich ja Krippen dazu bauen? Mehr geht nicht. Und das ist einfach das Schönste. Und das ist mein Leben. Das ist einfach ein Hobby. Und da ziehst du das alles durch. Verstehst du, das ist einfach das. Und das Allerschönste, was da dabei ist, dass man mit Leuten arbeiten kann. Genau, du gibst ja dein Wissen immer weiter in Krippenkursen. Seit wann hältst du diese Kurse ab? Ich habe Krippenbaukurse seit 1994. Und zwar waren die ersten 5. Und da ist eine Frau
Der hat sich sofort spontan bei mir gemeldet und in dem Zug ist es umgegangen, das ganze Krippenbauen. Aber das ist ja gar nicht so einfach, dass man das überhaupt darf, ja, so als Krippenbaumeister, so einen Krippenbaukurs abhalten. Welche Ausbildung musstest du da machen? Ja, die Ausbildung ist eigentlich auch innerhalb von 4 Jahren. Also ich brauche 4 Jahre. Es geht um mit dem Helfer und nachher kommt der Lehrer und nachher kommt der Kursleiter und nachher kommt der Krippenbaumeister. Das sind eigentlich 4 Jahre. Es sind zwar nur eine Woche, aber man muss halt echt 4 Jahre muss man machen und das ist ganz nicht aufwendig. Ja, es braucht auch wahnsinnig viel Material dazu und so weiter und so fort. Das ist schon ein bisschen schwierig zu machen, aber die Leute nehmen zu und das ist das Wichtigste. Du sagst jetzt, es ist schwierig, dass man dann zum Krippenbaumeister wird, aber wie schwierig ist denn jetzt für einen Ungeschulten eine Krippe zu bauen? Ja, sie sagen aber, ich habe zwei linke Hände, aber man kann auch wieder Tipps geben und sagen, wie das geht. Und das ist einfach das, wenn ich heute aber wieder schauen kann, wenn ich meine 5, 6 Leute habe, dann kann ich das beobachten, dann kann ich ihnen sagen, das geht so. Also ich habe bis jetzt ungefähr 160 Krippen gebaut und jeder hat noch eine Krippe gebaut. Jeder für sich. Schön bis zum geht nicht mehr, aber jeder für sich. Und jede Krippe für sich ist ja bis ins kleinste Detail ganz genau durchdacht und feinstens gearbeitet. Wie viel Arbeit steckt da drinnen? Arbeit ist wahnsinnig viel. Eigentlich müsstest du selber wissen, weil du hast ja selber bei mir eine gebaut. Ja, aber Erwin, das ist schon so lange her. Also. Ja, ungefähr, wie viel braucht man? 80 Stunden braucht man ungefähr. Nicht, das ist zweimal in der Woche, aber Ende August geht es los und geht nachher bis Anfang Dezember. Und bis zur Ausstellung sind sie meistens noch fertig. Nicht? Aber es ist einfach schon, teilweise muss man schon ein bisschen Geduld dazu haben mit den Leuten, weil dem aber nur nicht was anderes aufzwingen, als was sie wollen. Das ist das Wichtigste beim ganzen Krippenbauen und das Allerwichtigste für mich ist, dass Geschehen im Vordergrund steht. Alles andere ist Nebensache. Die Kleinigkeiten, was nebenbei, die interessieren mich nicht so, sondern hauptsächlich das Geschehen und das Bauen. Das ist einfach das Schönste, was man haben kann. Jetzt gehen ja da bei den Tiroler Krippen und orientalischen Krippen so ein bisschen die Meinungen auseinander. Welche Krippen sind Ihnen denn die lieberen? Ja, an sich, wenn ich als Historiker das historische Geschehen vor Augen habe, sind mir die orientalischen in dem Sinn näher. Aber das Anliegen der Krippenbewegung ist ja, die Krippe in die Familien zu bringen. Und das Darstellen der Heimat in der Krippe ist durchaus legitim und auch ein gutes Anliegen, dass man sich mit dem Geschehen besser identifizieren kann vielleicht. Und es ist ja das Ziel der Botschaft Jesu, uns alle dort zu erreichen, wo wir sind. Und wir sind da daheim, daher hat eine Heimatkrippe durchaus auch ihre Berechtigung. Gell?
und sind oft sehr gelungene Bauwerke, also wo so ein Bauernhaus schön nachgemacht wird und ehemalige Bauweisen, die man heute schon gar nicht mehr so kennt, sind da noch lebend. Gell? Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, die Vorstellungen der Kursteilnehmer. Wenn ich mich so zurückerinnere, ganz am Anfang ist es ja wahnsinnig schwierig, sich vorzustellen, wie diese Krippe jetzt ausschauen soll. Wie kann man da dabei helfen? Ja, ein bisschen einen Anhaltspunkt kriegt man schon vom Teilnehmer. Nicht? Und dann muss ich das natürlich schon umsetzen, nicht? Dass ich wieder dahin komme, was der Krippenbauer möchte. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt, auch von den Kursteilnehmern, weil jeder andere Ideen hat. Das ist für mich das Schönste gewesen, was ich machen habe können, weil ich einfach die Ideen von den Kursteilnehmern gekriegt habe. Das heißt, da hast du auch noch was für dich, für deine eigenen Arbeiten, noch Ideen gesammelt? Ja, sehr viel. Sehr viel von den Kursteilnehmern habe ich viel von meinen Ideen gesammelt. Also es war einfach so, ich bin mit Leib und Seele Krippenbauer und das werde ich bleiben, bis ich meine Hände nicht mehr bewegen kann. Heute wird es ein Querschnitt aus den letzten 15 Jahren gezeigt von den Krippen, die unter deiner Leitung gebaut wurden. Da sind Tiroler Krippen dabei, sind orientalische Krippen dabei. Welche sind dir die liebsten? Ja, mir sind eigentlich alle. Ich sage, die heimatlichen sind bei uns da am wichtigsten. Nicht? Aber ich muss sagen, mehr entfalten kann man sich schon bei der orientalischen. Weil die heimatliche ist immer wieder dasselbe, der Stall. Nicht? Aber bei der orientalischen Krippe, da ist die Grotte und die Häuser sind ja viel verschiedentlich. Da kann ich mich so entfalten rein, dass einfach eine Freude ist. Aber wie gesagt, ich baue natürlich am liebsten heimatliche, das liegt mir. Aber ich baue natürlich ebenfalls orientalische, wenn man sieht, sein um und um sein, wie viel habe ich da? 10 orientalische, das andere sind als heimatliche.